Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 21 mit dem FC Augsburg. So, heute geht's weiter in der Bundesliga, der vierte Spieltag steht an. Ja, heute gegen Union Berlin muss auf jeden Fall ein Sieg her. Wir haben ja beim letzten Mal drei neue Spieler verpflichtet. Wer es nicht gesehen hat, am besten das Video vom letzten Mal noch anschauen. Und wir schauen direkt rein ins Spiel. Wir spielen zu Hause und schauen uns mal die Aufstellung an. Also, Niederlechner und Finn Bogason beim FCA vorne. Vargas, Strube, Khedira und Hahn im Mittelfeld. Hinten haben wir Iago, Udokai, Gouvelöw und Gumni und Gikiewicz im Tor. So, und bei Union Berlin Poyan Palo vorne, dann haben wir Renner, Kruse, Trimmel, Griesbeck und Zeka im Mittelfeld. Und in der Abwehr haben wir Kieselmann, Knoche, Friedrich, Gogia und Karius im Tor. So, das also die Aufstellung der beiden Teams. Und ja, die Augsburger sind ganz gut reingestartet. Unentschieden im ersten Spiel in Leverkusen. Dann der Sieg am zweiten Spieltag zu Hause gegen Mainz. Und dann ja, in Stuttgart ein 3:1. Eine 3:1 Niederlage. Das war natürlich schon ein bisschen hart. Und jetzt heute gegen Union Berlin zu Hause in der WWK Arena muss natürlich der Sieg her. Das ist ganz klar. Gut, da sind wir angekommen in der WWK Arena. Wie angekündigt, Augsburg gegen Union Berlin. Die Augsburger müssen die drei Punkte holen. Sie stehen momentan mit 4 Punkten auf dem Konto im Mittelfeld der Tabelle. Und sie wissen, die großen Teams, die großen Brocken, die kommen noch. Deswegen muss man eigentlich heute gegen Union Berlin unbedingt die 3 Punkte mitnehmen. Nach oben wäre dann natürlich viel Potenzial da, aber eben nach unten auch. Also man könnte dann rucki-zuck auf einen Abstiegsplatz erstmal abrutschen. Gut, ich würde sagen, genug gequatscht. Jetzt legen wir los. Anstoß gibt es für den FC Augsburg. Und damit läuft der vierte Spieltag. Und die Augsburger, wie gesagt, wir haben bis jetzt alles gesehen. 3 Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was es heute gegen Union Berlin zu holen gibt für den FCA. 3 Punkte sind natürlich die Vorgabe, das Ziel, aber was es dann zum Schluss wird, das sehen wir. So, Iago am Ball. Aber Union Berlin steht da schon mal, ist ganz schön kompakt da hinten drin. Alle bis auf einen Mann, der was vorne im Sturm lauert, alles hinten drin. Aber Gumni am Ball. Ah, schade, Pass nicht ganz optimal gespielt vom Rechtsverteidiger beim FC Augsburg, der sich dann nach vorne mit eingeschlichen hat. Und deswegen jetzt erstmal zum ersten Mal Union Berlin am Ball. Und das ist eigentlich gut gestört, aber trotzdem bleibt der Ball hier in den Reihen bei Union Berlin. Und wie es aussieht, gibt es erst die Chance direkt zu Beginn des Spiels, aber gut geblockt dann. Und Strobel, ab geht's da vorne, Khedira, da ist Gouvelöw. So, und vorne startet Finn Bogason. Finn Bogason. Da ist André Hahn, und schön abgelegt, Niederlechner, und die Führung für den FCA. Die Führung, denkste abseits. 14. Minute, der Ball ist zum ersten Mal im Tor, aber abseits, Fahne ist oben. Schön gespielt und, ja, schade. Beim Pass von André Hahn steht Niederlechner im Abseits und dann, ja, ganz klare Entscheidung. Tor zählt nicht. Wegen Abseits, aber ganz klar. So, aber Augsburg bleibt am Ball über Finn Bogason. Da ist Khedira, Strobel, wieder Khedira. Augsburg kann bis jetzt sein Spiel eigentlich ganz gut umsetzen, aber dann gut dazwischengegangen und oh, riskant. Niederlechner sehr gut drauf spekuliert. Dann bleibt der Ball, Niederlechner. Och du Scheiße, was war denn das? Also das war ein bisschen optimistisch von Niederlechner, was er da genau vorhatte, keine Ahnung. Und Union Berlin am Ball, ha, das sieht auch nicht so gut aus. Und jetzt, Achtung, Union Berlin versucht schnell umzusteigen und gut aufgepasst von Gumni. Der hat heute richtig Bock aufs Spiel. Oh, und dann schade den Fehlpass von ihm. Aber gut, passiert halt mal. Und Union Berlin bleibt erstmal am Drücker über Zeka. Spielen den Ball hier hinten hin und her. Die Augsburger lauern auf den Fehler. 25 Minuten sind schon durch. Augsburg bis jetzt das bessere Team im Spiel. Hatten auch den Ball schon einmal im Tor versenkt, aber wie gesehen, es war leider nur abseits. Oh, gut geblockt, kommt da Vargas hin. Auch mit der Grätsche schafft das da nicht. Und Union Berlin hält hier den Ball jetzt über viele, viele Passstaffetten. Und nähern sich aber langsam, ganz langsam aber sicher dem FCA 16, aber gut geblockt hier und jetzt Vargas
Jetzt könnte vielleicht der FCA schnell umschalten. Da ist Niederlechner. Da startet Finn Bogason. Und, aber unten André Hahn. Gut gesehen, aber da ist Hahn ein bisschen zu langsam gewesen. So, dann hast du schon wieder Freiaufschlag nach draußen bei Union Berlin. Und Achtung, kommt der Renner noch ran. Er rennt und Ball ist im Aus. Gut, wichtig. Bleibt ja erstmal beim 0:0. Und da ist Khedira. Strobel. Und jetzt, oh, Strobel zögert da zu lange, wird dann beim Pass unterbrochen. Und jetzt natürlich die Chance für Union Berlin. Da haben sie viel Platz jetzt vorne mal. War gut geblockt und dann schön zu Vargas der Pass gespielt. So, Niederlechner. Niederlechner, Finn Bogason möchte da losrennen. Ah, nicht optimal gelaufen, dieser Angriff. Da muss Niederlechner erstmal warten. Nimmt jetzt Khedira mit. Die Augsburg jetzt am 16er bei Union Berlin. Pass ist gut, Pass ist sehr gut. Und ist André Hahn. Ach, schade. Dicke Chance hier für den FC Augsburg. Mit ein bisschen Glück, wenn er durchgeht, dann wird es ganz gefährlich. Schade, dicke Chance war das. So, Gumni. Oh, der Pass ist nicht schlecht. Max Kruse war da schon da, aber Gouvelöw hat ihn. So, biete dich doch mal an. Mensch, Khedira. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Also bis jetzt ist der FCA das bessere Team im Spiel. Aber ergebnistechnisch sieht man davon leider bis jetzt noch nicht viel. Die Augsburger tun sich auf jeden Fall schwer gegen ein sehr gutes Bollwerk hinten drin bei Union Berlin. Mal schauen, wie es in der zweiten Halbzeit wird. So, Fitness sieht dann relativ gut aus. Also hier machen wir weiter mit Halbzeit Nummer 2. Die geht jetzt los. Union Berlin stößt an. Damit läuft die zweite Halbzeit. Am vierten Spieltag zwischen Augsburg in der WWK Arena gegen Union Berlin. Und wie gesagt, Augsburg war in der ersten Halbzeit das bessere Team. Jetzt hätten sie es halt nur noch mit einem Tor zeigen müssen. Aber das ist ihnen leider nicht gelungen. Aber sie kommen direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit. So, da ist Iago. Iago mit dem Pass zu Niederlechner. Niederlechner hat die Chance. Ach, das war zu leichtfertig hergeschenkt. Da wäre mehr drin gewesen. So, jetzt Achtung. Konterchance über Trimmel läuft bei Union Berlin. Aber gut aufgepasst von Iago, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Oh, und dann der Fehlpass. Das darf Khedira, oh, nicht Strubel war es. Strubel eigentlich nicht passieren. Oh, Udukai sicher erstmal zurück zum eigenen Torhüter. Und weiter geht's über Gouvelöw. Perfekter Fehlpass. Die Sonne steht auch so tief heute. Ich sehe das so wenig irgendwie manchmal. So, aber jetzt meine ich der FCA hinten mal raus über Finn Bogason. So, Niederlechner ist mit dabei. Was ist die Frage? Was machen die zwei da draus? Pass geht runter zu Strobel. Der geht nach vorne mit rein und verliert den Ball. Es ist sehr, sehr schwierig, gegen dieses Defensivbollwerk bei Union Berlin durchzukommen, wenn man ehrlich ist. Die stehen da echt so defensiv hinten drin und vorne sind sie halt immer wieder mit so ein paar Konteransätzen gefährlich unterwegs. Und dann, dann das V-Spiel, aber das Spiel läuft weiter auf Vorteil. Aber gut, gut geblockt, aber dann Ball direkt wieder hergeschenkt. Aber jetzt mal, jetzt oben, André Hahn. Oder durch die Mitte, durch die goldene Mitte, nein. Da kommt Finn Bogason nicht ran. Also gefühlt bahnen sie jetzt langsam mal ein Tor hier an. Und es kommt die Riesenchance für Union Berlin. Oh, dann vertändeln sie es auf den ersten Moment ein bisschen. Und das war Glück hier für den FC Augsburg, dass das Union Berlin nicht konsequent zu Ende gespielt hat. So, jetzt ist die Augsburg am Kontern, wenn sie es gut machen. Und Strobel verliert den Ball. Union Berlin wird stärker. Oh, da ist Trimmel, den bekommt der. Iago mit der Grätsche sehr gut und holt den Einwurf raus. So, wir müssen ein bisschen wechseln. Ach, das läuft nicht so gut. So, Goibels kommt. Der bekommt seine Chance, sich im ersten Spiel schon mal richtig zu zeigen. Außerdem bringen wir, wen bringen wir denn noch? Khedira und Strobel, die zu müssen auch raustun. Moravec und Grueso würde ich da bringen. So, also Dreierwechsel beim FCA und auch Union Berlin hat gewechselt. So, weiter geht's. Und jetzt sind wir gespannt. 20 Minuten noch zu spielen hier in Augsburg für Union Berlin. Wäre es ein wichtiger Punkt für den FCA? Ja, nicht schon fast ein Punkt zu wenig. Die wollten hier das Ding gewinnen. Hatten auch die Torchance dazu. Oh, der Pass ist gut, der ist Goibels. Oh, schade, und da geht er nicht durch zu Niederlechner. Aber gut hier geblockt. Und ein Wurf für den FCA. So, 17 Minuten noch zu spielen. Iago. Grueso und erstmal raus auf die Flügel. Da ist Vargas. Vargas hat Platz. Und das ist seine Chance jetzt für Vargas in die Mitte. Die Chance!
Leck mich doch am Arsch, Pfosten von Goebbels, der hätte sich unsterblich machen können, seine ersten Ballaktionen. Den muss er machen, den muss er machen. Und trifft nur den Pfosten. Die neue Verpflichtung vom AS Monaco, Goebbels. Und trifft nur den Pfosten. Ach, den muss er machen. Das ist natürlich extrem bitter. Nun für den FC Augsburg. Das war eigentlich der Siegtreffer, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt müssen natürlich die Augsburger wieder anrennen. Niederlechner. Da ist Goebbels. Bringt hier Mora weg. Mora weg. Mora weg. Er macht ihn auch. Und Niederlechner läuft vorbei. Das gibt es doch nicht. Wie viel Pech kann man haben? Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Also das soll doch nicht sein, oder? Das soll halt einfach nicht sein, dass die Augsburg hier gewinnen. Wahnsinn. Und die nächste. So, 5 Minuten noch zu spielen. Der Augsburg geben nicht auf. Nieder Goebbels. Goebbels probiert es allein, verliert den Ball. War zu eigensinnig, aber er wollte es probieren. Oh, die Augsburg schmeißt sich dazwischen über Grueso. Grueso, komm schon, Junge! Scheiße! Und das wird es gewesen sein. So wie es aussieht, wird es das gewesen sein. Und zum Schluss muss man sagen, das ist ein Rückpass, den darf er nicht in die Hand nehmen. So, langer Pass jetzt nochmal. Ja, Nachspielzeit läuft schon. Die letzte Sekunde. Letzten Sekunden. Nochmal Union Berlin, aber nicht. Und das ist bitter. Das ist der Abpfiff. Und das ist bitter für den FC Augsburg, die hier das Ding gewinnen hätten müssen. Die Augsburger Fans sind sehr unzufrieden. Und der Trainer ist auch sehr unzufrieden. Also da waren heute die 3 Punkte ein absoluter Pflichtsieg drin. Union Berlin mit mehr Glück als Verstand zum Schluss. Also die letzten 10 Minuten, da muss der Ball einfach rein. Aber das ist halt ein Pech. Das ist halt ein unglaubliches Pech, was wir da hatten. Und so kann man halt dann das Spiel doch nicht gewinnen. Der FCA, das deutlich überlegene Team. Aber zum Schluss reicht es nur mit für einen Punkt. Ja, und damit ist dieser tolle Saisonstart von 4 Punkten nach 2 Spielen auf einmal schon wieder dahin. Die Augsburg, das absolut überlegene Team. Bester Spieler bei denen war. Ja, viele waren heute nicht so gut. Aber eigentlich hätten wir das Ding Iago. Iago, bester Spieler heute. Ne, Friedrich. Friedrich bei Union Berlin. Eigentlich hätten wir das Ding gewinnen müssen. Gut, dann schauen wir ganz kurz auf die Tabelle. Und dann mal schauen, wie weit wir jetzt wieder abgerutscht sind. So, und da wären wir bei der Tabelle nach dem 4. Spieltag angekommen. Ja, auf der ersten Seite sind wir leider nicht mehr zu finden. Aber boah, Stuttgart auf Platz 8 mit 6 Punkten. Ja, da hätten wir schon längst stehen können. Und Mainz auf Platz 6 gegen die, was wir gewonnen haben, auch mit 6 Punkten. Da könnten wir stehen, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt hätten heute. Ja, wir hätten auf Platz 4. Auf Platz 4 hätten wir heute vorkommen können. Bei Hoffenheim hat 7 Punkte. Wir hätten 7 Punkte gehabt. Scheiße. Wir hätten einen Riesensprung machen können. Also Leipzig auf jeden Fall 1, Bayern 2, Dortmund 3. Und dann kommt ein extrem enges Mittelfeld. Also zwischen Köln ist letzter, aber zwischen Bielefeld auf Platz 17 und Leverkusen auf Platz 5 liegen gerade mal 3 Punkte. Und wir sind momentan auf Platz 4. Und beim nächsten Mal müssen wir leider gegen echt gutes Team ran. Gegen Eintracht Frankfurt, die allerdings momentan auch kriseln auf Platz 13. Gut, mal schauen, was das wird. Das wird eine harte Nummer. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zuschauen heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt dabei, bis zum nächsten Mal. Ciao.